Also ich habe da schon ganz, ganz früh mit angefangen. Das war schon mit 14, da habe ich mit Haarfarben experimentiert. Und als ich dann 18 war, habe ich dann mit den Eingriffen gestartet, die ich offiziell dann auch machen durfte, also die ganzen Operationen. Was denn? Angefangen hat es mit Botox und dann kam eine Nasen-OP dazu, ein Facelift vor kurzem, Lippenlifting, ganz viele Unterspritzungen in den Wangen. Darf ich, weil die Wangen, sind die nur unterspritzt? Die sind nur unterspritzt. Also ist da nicht was, sieht das fast aus, als wäre da drin. Ja, als wäre da irgendwas drin, ein Implantat oder irgendwas. Hyaluron. Ah, das reicht. Ja. Das so, so. Darf also, ich auch noch mal sehen? Ja. Ja, krass. Also wenn man dagegen siehst du richtig natürlich aus, wenn ich das mal so sagen darf, ja? Ja, nein, also ich schon. Ich schon. Ja, weil ja, so zum Vergleich, klingt gleich, ja? Aber es hat trotzdem noch mal einen ganz anderen Effekt, weil du hast es wirklich sehr extrem betrieben, ja? Wie sind denn die Reaktionen auf dich? Weil ich könnte mir vorstellen, dass nicht jeder wohlwollend damit umgeht. Also überwiegend total negativ. Ich muss dazu sagen, mir fällt es gar nicht mehr auf. Leute, die in meinem engen Umfeld sind und sich, sage ich mal, an mein Gesicht gewöhnt haben und dann mit mir durch die Stadt laufen, die sagen, krass, wie die Leute angucken. In meinen Augen siehst du wieder ganz normal aus. Ich denke, man gewöhnt sich da auch irgendwann mit der Zeit dran. Ja, das glaube ich auch. Aber ich denke jetzt, wenn ich auf neutrale Personen treffe, die ich nicht kenne und die mich nicht kennen, dann schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, oh Gott. Aber macht das nicht was mit einem? Also mittlerweile macht das gar nichts mehr mit mir. Also ich bin da total abgehärtet. Deine Familie so dazu? So deine Eltern? Also am Anfang waren die dagegen, weil die gesagt haben, okay, das kann natürlich schon beruflich und privat hinderlich sein, klar. Aber mit der Zeit, als sie dann gesehen haben, ich gehe meinen Weg und bin glücklich, haben die mich voll und ganz unterstützt. Sag immer, man muss okay. So könnte bei mir ja auch sein. Also manche Stellen wahrscheinlich in ländlicher, landlicher Gegend. Ich weiß nicht, ob ich da einen Job kriegen würde, so, ne? Also es muss schon in den Kontext auch passen, meinst genau, du, ja? Wir reden ja heute so ein bisschen auch über das, was die Optik für Ideen und Fantasien bei den Menschen auslöst. Und das wäre jetzt meine Frage. Mhm. Was würdest du denn denken, was Patrick macht? Ich würde denken, da ist, was er beruflich macht. Ja, zum Beispiel. Ehrlich gesagt fällt mir dazu eigentlich gar nichts mehr ein, was ich jetzt an Nettes sagen könnte, weil ich einfach nicht in eine berufliche Schiene irgendwo reinbringen kann. Ich kann ihn nicht in die künstlerische Schiene reinbringen. Ich kann ihn auch nicht, schon mal gar nicht in eine Erotikschiene reinbringen. Das möchte ich auch gar nicht. Ja? Es kann für mich kein Mensch sagen, ich mache das aus Überzeugung, dass ich mich so negativ präsentiere, von meinem Erscheinungsbild her. Also ja? Den Charakter kann ich ja noch gar nicht beurteilen. Nochmal. Nur so eine Einordnung, das machen wir. So wollen wir heute ja auch die Sendung wirklich mal aufziehen. Ich kann nur das äußern. Ich habe ihm ja auch gesagt, ich laufe im Privaten nicht, gehe aber ich das nicht ist so zur Arbeit. Joanna, aber das ist jetzt Thema. Nur wie würdest du denn, Joanna, das ist doch jetzt Patrick, Thema. Wenn du ihn jetzt, sei aber auch ehrlich, weil es bringt jetzt nicht, ich weiß, ihr seid höflich und ihr wollt auch nicht beleidigend sein und das wollen wir ja gar nicht, sondern es geht wirklich erstmal darum, so, okay, was ist so der erste Impuls, den man hat? Ja, schwierig. Also es ist wirklich schwierig. Ich wüsste es jetzt auch nicht, aber ich glaube einfach nicht, dass er wirklich zur Arbeit so geht, denke ja, ich. Ich glaube, der Patrick dürfte wahrscheinlich so ziemlich der Unterschätzteste sein. Ja, denn was machst du beruflich? Genau, also ich habe zweifach studiert, schreibe gerade meine Doktorarbeit und bin Geschäftsführer von einem Kinderintensivpflegedienst. Also doch, Elmas. Also. Hallo Kollegin. Genau, wir haben Hallo. Auch da... Ja. Fast im gleichen wir sehen dich dort. Ne? Warte mal, was steht da? Little Giants Care Bayern. Ja, Bayern. Okay. Sie saß ja die Haare. Also das heißt ja. Wirklich, du bist in jeglicher Hinsicht sozusagen unterschätzt worden gerade. Also intellektuell und auch beruflich. Also du bist auch noch in einem tollen Pflege, also in einem tollen Beruf verhaftet und dann eben auch noch ganz oben in der Führung angesetzt und auch noch intellektuell ganz weit oben. Also insofern ist es schon eigentlich traurig, und da setzt du natürlich auch an, dass man wirklich denkt, man bewertet jemanden niederer oder höher nur über sein Äußeres. Das sollte uns gerade in diesem Fall jetzt auch wieder total zu denken geben. Arbeitskollegen von dir so, dass die so rumläuft, das wissen die alle. Also die finden das auch alle super. Ja, also die wissen das. Ich habe gefragt, wie die Arbeitskollegen, ob die das da wissen, bei ihm auch so. Ja, was ist, die kriegen das ja auch mit irgendwann, ne? Und vor allem, man merkt ja, also bestes Indiz, um dich besser einzuordnen, ist, wenn man dir zuhört, weil deine Art zu sprechen eine gebildete, gewählte Sprache ist. Ja, und übrigens das wundervollste Werkzeug, wie ich finde, was wir haben. Genau, und ich möchte mal mit meinem nächsten Gast jetzt auch sprechen, denn mal gucken, wie wir unseren nächsten Gast so einordnen würden. Er heißt Mohammed und ich freue mich, dass er hier ist. Mach dir einfach ein bisschen auf, dann kann der mit Mohammed hier. Hallo Mohammed. Schön, dass du da bist.
richtig. Guck mal direkt so. Anständig. Okay. Was denkt ihr? Ist mal anständig. Türsteher. Türsteher, okay. Auch. Wir sammeln. Ich gebe mir mal nur so einzelne Begriffe. Alle Türsteher. Was sagst du? Barbier. Barbier. Was sagst du? Oh, könnte so mein Figurbuddy sein. Figurbuddy? Ja, weiß ich, oder? So die, ja. Aber was, so was denkst du, macht er? Ich würde auch fast sagen, er könnte so einen Barbiershop haben. Barbier, ne, so, ja, es gibt ja im Moment so alle, in jedem Ort, in jedem Ort gehen ja im Moment lauter Barbiershops auf und Friseurshops auf. Glaubt ihr, also, ihr, also bei ihm ist bestimmt jetzt gleich das komplette Gegenteil. Also ich was ganz anderes. Eben höre ich raus, was würdest du sagen? Ich hätte auch gesagt, Friseur in die Richtung. Ah, okay. Also ja, offensichtlich, das scheint das Vordergründigste bei dir zu sein. Ja, du siehst auch so gut gescheitelt aus. Ja, deswegen. Ich habe und auch mit deinem ja, anständig. okay, das ist zumindest schon ein relativ kreativ angesetzter Beruf, wo du so verortet wirst. Macht er auf euch den Eindruck, also ist er so typischer Kerl so? Was macht einen typischen Kerl aus? Ja, also ist er typischer Kerl ist auch irgendwie. 100 Kilo. Aber wenn die sagen Barbier, dann ist das ja schon eher Kreativberuf, also oder kreativer Beruf. Es hätte ja auch sein können, ja, dass ihr sagt, ja, er könnte auch ein Schrauber sein, ja, so, also, um mal die Klischees so richtig zu bedienen. Ja, könnte auch ein Dachdecker sein, ne? Dachdecker. Habe ich übrigens auch gearbeitet. Für diesen Gewicht wird es ein bisschen schwierig. Was hast du viel gemacht? Warte mal, eine typische Handbewegung aus deinem Beruf. Maurer? Was könnte, also so, ja? Ja? Ich fummel auch sehr viel. Nicht an Frauen, sondern an anderen. Er fummelt viel. Dann IT. Computer rumfummeln. An was er fummelt, soll ich es mal zeigen? Ich zeige Elektro. Also nee, ich lasse euch noch mal ein bisschen weiter schmieren. Nein, ich lasse das Publikum. Ich frage mal das Publikum. Ja, okay. Was denkt ihr? Ich komme mal zu euch, ich setze mich mal dazwischen. Was denkt ihr denn, was er vielleicht, der Mohammed, was könnte er vielleicht machen? Frage ich mal hier. Vielleicht Maurer? Ja, fand ich diese Bewegung, ne, war so ein bisschen so. Ich habe keine Idee. Ich habe keine Idee. Ah. Oh, ich höre gerade das Ersatzmikro, mein Mikro funktioniert nicht. Wie hast du das Warm-up hier mitgemacht, sag mal? Du. Ach so, ja, das Mikro funktioniert nicht, höre ich gerade. Wir machen das nochmal anders. Genau, warte mal, ich hab ein besseres Mikro. Nehmen wir mal das hier. Guck mal hier, das. Mohammed, also beruflich ist ja immer eine sehr angespannte Situation. Ja. Möchtest du mal einen richtig guten Bissen kosten von ja, der klar. Berufssituation? Ja, also ich dreh dich mal zur Kamera. Ich habe einen Beruf, der ist auf jeden Fall sehr kreativ, genau, und ist auch lecker. Cool. Sehr lecker, was ist denn? Eine Torte. Oh, lecker, mit Himbeerfüllung. Du bist Konditor. Ich bin Konditor, ja. Was, halt mal fest, ich hol mal deine Werke da noch raus. Und ich sag mal, ehrlich, voll cool. Ich komm mal hier, kannst du einmal schon mal die nehmen? Und komm. Hast du die gemacht? Ja. Ganz, ach, das bin ich, ne? Oh, zeig. Habe ich gar nicht so schnell verstanden. Zeig mal. Nice. Das bin ich, aber ich finde, das Gesicht könntest eher du sein, oder? Oder? Ja. Oder? Na ehrlich. Habe ich allerdings auch gedacht. Das ist ja der Hammer. Mega, ich danke dir ganz herzlich. Gerne, gerne. Also das heißt, du machst doch nicht einfach nur irgendwie Torten, sondern du machst schon richtige Kunstwerke. Ja, genau. Also wir haben uns auch auf Alltagsgegenstände ein bisschen konzentriert. Ich bin kein Alltagsgegenstand. Nee, jetzt nicht in dem Fall. Nicht in dem Fall. Aber okay. Also ich mache sehr viele Alltagsgegenstände. Ja? Und mit einem habe ich mal einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Warum? Weil ich eine Radarfalle gebacken habe. Ach Quatsch. Und die habe ich dann auf die Straße gehängt und dann hat der Nachbar die Polizei gerufen, weil er dachte, ich renne da mit einer Radarfalle rum. Nein. Und auf einmal standen da drei Polizeiautos, richtig in Rage. Okay. Bis ich unten ein Stück abgebrochen habe. Und das und gesagt hast, hier kann man essen. Sag mal, wie bist denn du dazu? Auch das Mikro ist doch der Hammer, oder? Also ich meine, ein sehr süßer Job. Farbengewicht, alles schön im Pink. Ja. Ganz cool. Wie bist denn auf diesen Beruf gekommen? Also Konditor, mein Vater war Konditor im Libanon. Mhm. So hat er mich dann hier in Deutschland auch immer mit in die Backstube genommen. So kam das. Also es liegt in den Genen, in den Genen, kann man das genau so sagen. Ja. Wir haben denn, ich meine, gut, wenn dein Vater schon Konditor war, dann hast du wahrscheinlich familienseitig
keine Widerstände gehabt, oder? Oder hat da mal jemand rumgeungt? Nee, man sagte, okay, man wollte immer, dass man was Besseres lernt. Ne? Warum? Ist so ein toller Beruf? Ja, ich habe den zum tollen Beruf gemacht. So, das heißt, normalerweise kennt man ja den Konditor, dass man eine Käsesahne oder so einen Erdbeerboden macht. Ne? Herrlich, aber I love it. Das ist schön, ja. Also. Aber halt dieses Kreative, ja? Das ist jetzt cool geworden. Also in dieser Zeit ist das so. Also spätestens, wenn man jetzt zum Beispiel das große Backen mit Inni van der Meijklok ist immer anguckt, ja, da sieht man ja, was da wirklich für Künstler auch teilweise am Werk sind. Und ich glaube wirklich auch, das hat eine völlig neue Bedeutung bekommen. Ne? Auf jeden Fall. Also das ist in den letzten 3-4 Jahren hat es hier so richtig geboomt. Ja. War in Amerika war es ja vorher schon so, ja. Ne? Aber jetzt in Deutschland ist das auch richtig am Kommen. Ja. Also das freut mich tatsächlich, weil ich finde, es ist ein wahnsinnig kreativer Beruf und ich finde es einen sehr schönen Beruf. Aber man hat ihn eher bei Frauen verortet am Anfang. Ne? Und so war es, glaube ich, auch in deiner Ausbildung, oder? Genau, ich habe ja als erstes Konditorei-Fachverkäufer gelernt. Mhm. Ich war der erste Konditorei-Fachverkäufer in Deutschland. Als sonst Mann? Als Mann, ja. Früher haben es ja nur Frauen gemacht. Ja. Ja, und dann habe ich eine Konditorlehre dran gehangen. Wie war denn das, als du diese erste Ausbildung gemacht hast? Ja. Das heißt, du warst nur mit Mädels am Start? 30 Frauen, ja. Wow. In einer Klasse. Und du der Mann? Genau. Der Hahn im Korb? Ja, ich konnte mir auch keine Namen merken, deswegen hießen alle Claudia. Alle. Und war für mich eine sehr schöne Ausbildungszeit, ja. Muss ich schon sagen. Also, das ist schon eine Leidenschaft auch bei dir, oder? Auf jeden Fall. Ja. Würdest du sagen, es hätte jeden anderen Beruf für dich geben können, der für dich gepasst hätte oder war für dich oder ist für dich auch heute noch ganz klar, es gab nur diesen einen Weg? Ja, ich glaube, das ist dieser Weg. Also, der ist für mich wie gemacht, also kreativ. Ich liebe diesen Job, ich mache ihn sehr gerne und deswegen kann ich mich da voll ausfalten. Nun hast du ja gerade mitbekommen, dass die meisten dich also schon auch kreativ verortet haben. Aber eher so im optischen Bereich. Also hier Friseur wurde immer wieder gesagt. Was sagst du dazu? Ja, ich gehe gerne zum Friseur, aber ich könnte es mir nicht vorstellen. Das wäre mir zu eintönig. Ich freue mich ganz doll darauf, Ihnen mein nächstes Überraschungspaket vorzustellen. Denn eins kann ich Ihnen sagen, meinem nächsten Gast sieht man wirklich definitiv nicht an, was sie macht. Herzlich willkommen. Hier ist Gina. Mädchen, kommst zu den süßen Sachen. So, ich glaube, so sehen dich bestimmt ganz viele. Die sieht doch niedlich aus, oder? Niedlich. Ja, doch. Das ist, glaube ich, Ansichtssache. Ich finde, dass du sehr hübsch aussiehst, das kann ich so sagen. Und ich habe auch schon eine Idee. Ich weiß zwar viel, aber wenn ich dich so einfach angucken würde, hätte ich auch eine grobe Vorstellung. Jetzt frage ich dich, was würdest du als erstes von ihr so denken? Wie ist sie so, was ist sie so für ein Typ? Was glaubst du? Ich glaube, die ist in der Make-up-Branche, in der Schminkbranche. Make-up-Branche. Mhm. Bisschen Tussi-mäßig oder wie? Nö, ganz elegant. Also, elegant? Ja. Okay, sorry, elegant einstufen. Provoziere auch ein bisschen jetzt. Aber was sagst du? Bürofachfrau. Bürofachfrau. Nee, Bürofachfrau glaube ich eher weniger. Ich denke auch, sie hat irgendwas mit Styling zu tun. Da sind wir wieder in der Friseurbranche, okay? Friseur. Ja, ich denke auch eher so Make-up, ja. Styling. Ich hätte jetzt auch Büro gesagt, irgendwas Kaufmännisches vielleicht. Ja. So, also wir haben mal einfach gesammelt erstmal, was so das erste Bild ist. Und du bist ganz deutlich also in dem Kosmetikbereich verortet worden, ne? Haben wir gehört. Wie reagieren die meisten Leute auf dich, ohne dass wir jetzt schon konkret über das sprechen, was du machst? Ja, ich werde eher so eingeschätzt als kleines Püppchen. Ich bin eher zierlich und ja, sehe eher lieb aus. Manchmal ist das auch so, dass mich eher so als eine Bitch oder so eingestuft werde, je nachdem, wenn man jetzt mal feiern geht oder ja, ich weiß nicht, anhand meiner Körperhaltung vielleicht. Jeder interpretiert das ja natürlich anders. Ja, und dann, wenn die Menschen mich dann so kennenlernen, mich sprechen hören, dann legen die das Vorurteil auch ganz schön schnell ab. Du hast natürlich echt rattenscharfe Killer-Heels an, sieht mega gut aus. Aber das heißt, zieh mal einmal ganz kurz nur aus, dass man noch mal sieht, du bist wirklich ja auch zierlich, ne? Kannst gleich wieder anziehen, nur einmal kurz runterkommen. Also genau, du bist schon auch klein. Genau. Ja? Kannst wieder anziehen, sieht auch wirklich super aus so. Aber das heißt, die Tatsache, dass du eher kleiner bist, das untermauert noch mehr so dieses kleine Mädchen eigentlich, genau. Oder? Kann man das so sagen? Ja. Stört dich das? Nee. Oder du fühlst dich damit wohl? Also ich fühle mich wohl, weil wenn ich jetzt vielleicht was größer wäre, dann habe ich andere Nachteile.
100%. Sage ich mal so. Ne? Hat alles Vor- und Nachteile. Nein, definitiv. Aber die Tatsache, also dieses, dass du so als kleines Püppchen, wie du gesagt hast, wahrgenommen, eher so niedlich. Vielleicht sagtest du, du hast gerade gesagt, manche denken dann auch, du bist, was weiß ich, Man-Eater-mäßig, ja, wenn du dann auf einer Party bist und so weiter. Genau. Ja, also entweder püppchenhaft oder sogar aufreißermäßig, ja? Also genau, also ich werde irgendwie total falsch eingeschätzt, so als würde ich mir jetzt vielleicht jeden Typen krallen, vielleicht. Ja, so beschreibt es eigentlich. Ist sie jemand, was denkt ihr, muss man sie beschützen? Ich glaube, sie kann sich selbst beschützen. Aber löst sie ein Beschützer-Ding so aus in einem? Bei Männern? Also ich hätte das, glaube ich. Nett aus, süß aus. Ja. Hätte man doch, oder? Ja. Ja? Aber nur mal so, was würdet ihr so aus männlicher Sicht, würde man doch eigentlich denken, möchte man beschützen, oder? So? Finde ich schon. Was ja übrigens nichts Schlechtes ist. Freut mich auf jeden Fall zu hören. Mal was anderes, ja. Und das ist das Interessante, denn wenn wir jetzt mal so ein bisschen reingucken, was du nämlich eigentlich machst, kann man eins sagen, du brauchst überhaupt... Du brauchst überhaupt... Keine Schütznadel. Ja? Du bist beruflich was? Ich bin angehende Lokführerin im Güterverkehr. Sehr cool. Oh. Aber das ist ja noch gar nicht alles. Und wenn ihr denkt, die muss beschützt werden, kann ich nur sagen, überhaupt nicht. Ja. Erzähl mal was dazu. Ja, also ich mache seit 10 Jahren Kickboxen. Ganz intensiv. Im Wettkampfsport bin ich jetzt seit einem Jahr. Ich habe 2 Wettkämpfe gemacht im Vollkontakt in der Gewichtsklasse 48 Kilo. Ja, so habe den 2. Platz ergattert. Sie hat mir den 1. geklaut. Aber tatsächlich, sie ist auch wirklich ein sehr starkes Mädchen. Ja. Ja. Und du offensichtlich aber auch. Oder? Ja, also ich konnte gut mithalten. Ja. So. Also, das finde ich ist halt das Charmante, weil wirklich, also dass du ein Bild schön bist und so, das weißt du wahrscheinlich auch. Aber man hat eben wirklich eine ganz andere Idee, dass du nun in einer echten Männerdomäne so Fuß fasst. Ja, dann eben auch noch in so einem harten Martial-Arts-Sport sozusagen unterwegs bist, das, oder Kampfsport. Das würde man einfach nicht im ersten Moment vermuten, oder? Nee, auch das da ist sehen richtig. Wir, genau. Ja, die Optik. Leitet uns manchmal total auf die falsche, in die Irrwege rein. Wisst ihr was, also so oder so, es war sehr schön, heute mit euch allen zu sprechen. Und es hat Spaß gemacht zu hören, wie eure Lebensstrukturen so sind.